So, meine Damen und Herren, uns zugeschaltet ist jetzt Gott, der Letzte, der noch glaubt, dass wir das schaffen. Grüß Gott, Herr Klug. Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das sagt Ihr Angestellter Joachim Gauck. Also, ich kenne den Mann nicht, er kennt mich offensichtlich auch nicht und ich sage Ihnen eins, er wird mich kennenlernen. Wollen Sie etwa bestreiten, dass die Kommunen überlastet sind? Nein, natürlich nicht, weil die zu viel mit sich selbst zu tun haben müssen, weil ihr es geschafft hat, denen jahrelang zu wenig Geld zuzugestehen. Aber Fakt ist doch, dass Deutschland sich einfach nicht mehr Geflüchtete leisten kann. Ihr seid doch ein reiches Land. Aber das stimmt doch nicht. Wir sind mit unserem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nur auf Platz 20 weltweit. Ihr seid die viertreichste Nation der Welt. Aber nicht pro Kopf. Es gibt ja sehr viele Arme hier. Aber dann ist der Reichtum falsch verteilt. Dann geht er mal vorbei bei den 200 Milliardären oder über 1,5 Millionen Millionären. Ja, mein Gott, aber dann gehen die doch weg. Wohin sollen die denn weggehen? Na weg, alle. Irgendwohin, wo sie keine Vermögensteuer zahlen müssen oder überhaupt keine Steuern. Dann gehen also über 1,5 Millionen deutsche Millionäre auf die Cayman-Inseln. Ja. Dann kommen da also auf einen Kaimana über 25 deutsche Millionäre. Ja, das sind ja viel zu viel geflüchtete Deutsche. Dann werden die Einheimischen die Deutschen hassen und davor müssen wir die Deutschen schützen. Also gut, aber wenn dann die deutschen Millionäre Deutschland verlassen, dann wären ja auch einige Wohnungen frei und nicht die schlechtesten. Wir können niemand mehr aufnehmen. Deutschland ist voll. Verstehen Sie das nicht? Wir sind voll und arm. Ja, aber der Leerstand der Wohnungen beträgt etwa derzeit in Deutschland 600.000 Wohnungen. Du lieber Gott, konkrete Vorschläge führen jetzt auch nicht dahin, wo ich mit diesem Interview hin will. Ja, ich will ja nur sagen, wenn ihr wollen würdet, dann könntet ihr mehr tun. Wir wollen aber nicht können. Ja, ja, gut, aber vielleicht könntet ihr ja... Das können wir nicht. Warum macht ihr nicht einfach... Darum nicht. Aber ist es nicht möglich... Ist es nicht. Wollen Sie das Interview vielleicht mit sich selber führen? Das ist der erste vernünftige Vorschlag. Herr Klug, die gesamte Migrationsdebatte im deutschen Fernsehen wird ja ohne Migranten geführt. Ja. Ist das richtig? Nein, das ist überhaupt nicht. Das ist richtig, auch da können wir niemand aufnehmen. Sie sind also auch der Meinung, wir können niemand mehr aufnehmen, Herr Klug. Das ist richtig, Herr Klug, wir sind voll. Und wir sind arm. Arm und voll. Soweit Herr Klug, Experte für Voll und Arm. Danke für diese differenzierte Sichtweise. Ich danke Ihnen, Herr Klug. Ich danke Ihnen, Herr Klug. Tolles Interview, Olaf. Ich habe gehört, die Journalisten haben gesagt, du wärst fast leidenschaftlich gewesen. Dieses Kompliment kann ich Ihnen gerne zurückgeben für Ihr Interview in der Welt. Das fand ich besonders, besonders. Ich freue mich auf alle Fälle, Sie, Gott, persönlich in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Ja, dann sagst du vielleicht noch deinem Gesicht Bescheid. Ich kann Ihnen versichern, dass ich bereits gelächelt habe. Ich kann mich nur nicht erinnern, wann. Es muss sehr lustig gewesen sein. Olaf, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Kanzlerchen, wenn mir die Frage erlaubt ist, what the fuck? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Frage. Genau genommen habe ich gesagt, wir müssen diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Ah, wie diejenigen zum Beispiel? 2019 konnte Hamdiya Al-Nuaym mit ihrem zweiten Sohn aus dem Irak zu ihrem Mann nach Deutschland nachkommen. Auch der ältere Sohn war schon da. Weil ihr Mann zwischenzeitlich gestorben ist, hat sie ihr Aufenthaltsrecht verloren. Ein neuer Asylantrag wurde abgelehnt. Jetzt ist sie nur noch geduldet, aktuell bis Ende Januar. Ich hoffe, wir bleiben in Deutschland. Die neuen strengeren Abschieberegeln könnten sie treffen. Man muss die Kraft haben, Menschen zu sagen, dass sie nicht hierbleiben können. Weißt du, was ich das letzte Mal gemacht habe, als mich die Menschen so enttäuscht haben? Ich habe es 40 Tage und 40 Nächte regnen lassen und alle Lebewesen von diesem Erdboden getilgt. Sie meinen, Sie haben sich der Probleme entledigt, indem Sie Menschen haben ertrinken lassen? Ja, technisch, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Wer möchte denn die Seenotrettung nicht mehr finanzieren? Einigen wir uns auf Unentschieden. Ach, meinetwegen. Ich kann die Emotionen in dieser Debatte durchaus nachvollziehen. Ich bin ja kein Unmensch. Was? Was soll das sein? Ein CT-Scan. Die Ärzte sind sich so 93% sicher, dass ich ein Herz habe. Man weiß nur noch nicht, wo.
Polly. Ich bin nicht hier, um an Gefühle zu appellieren. Ich bin hier, um zu sagen, das Asylrecht ist kein Akt der Barmherzigkeit. Das Asylrecht ist ein im Grauen des Zweiten Weltkrieges abgetrotztes Recht. Und deswegen heißt es auch Asylrecht und nicht Asyl, schauen wir mal. Wir werden auch weiterhin jenen Menschen Schutz bieten, die vor politischer Verfolgung oder Krieg davonlaufen. Wir wollen nur die irreguläre Migration unterbinden. Ach, dann ist ja alles klar. Nur eine Frage noch. Was ist irreguläre Migration? Jede Migration, die nicht regulär ist. Hör auf, rumzuscholzen. Damit sind Personen gemeint, die keine Aufenthaltsrecht oder Duldung in Deutschland haben. Moment mal, schau mal. Die Menschen auf der Flucht, die haben kein Visum. Deswegen keine Möglichkeit, Deutschland regulär zu erreichen. Deswegen müssen sie es irregulär betreten. Ja, und? Ihr zwingt Flüchtende, quasi Recht zu brechen, um Recht zu bekommen. Wie sollen wir denn sonst Asylsuchende stigmatisieren? Schauen Sie, wer eine unbegrenzte Zuwanderung will, der muss auch so ehrlich sein, zuzugeben, dass wir dann unseren Sozialstaat nicht aufrechterhalten können. Ja, haben deswegen dein Justizminister und dein Finanzminister in der Welt einen Gastbeitrag geschrieben, wo sie vorgerechnet haben, dass sich die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz nächstes Jahr auf 6,5 Milliarden Euro summieren. Die Zahl ist korrekt. Ja, allerdings die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs alleine brächte 5,5 Milliarden Euro. Christian Lindner hat auch gesagt, Unmögliches können wir von niemandem verlangen, auch nicht von uns. Das ist ein Satz. Ah, das ist ein Satz. Ha. Was Christian Lindner allerdings nicht unmöglich erscheint, ist die Absenkung der Leistung für Asylsuchende auf null. Kinder. Warum haben Sie nicht eigentlich gesagt, wer das Halt an unseren Grenzen nicht akzeptiert, ist ein Angreifer? Und gegen Angreifer müssen wir uns verteidigen. Ich halte es politisch nicht für klug, hier unmenschliche Positionen von Frau Storch aus dem Jahr 2016 zu diskutieren. Stimmt, ihr habt ja noch die unmenschlichen Positionen von Jens Spahn aus dem Jahr 2023, der zufälligerweise kurz nach Ihrem Interview gesagt hat, dass wir die Migration an den EU-Außengrenzen mit physischer Gewalt stoppen müssen. Das wäre das erste Mal, dass ein Interview von mir bei irgendjemandem irgendetwas ausgelöst hätte. Ich strebe einen breiten gesellschaftlichen Konsens an. Ja, ein Deutschland-Pakt mit dem Teufel. Ja, Friedrich Merz ist wohl kaum der Teufel. Stimmt. Aber immer wenn er über Migration spricht, dann riecht er so nach Schwefel. Ich schlage vor, aufzuhören, mit dem Finger auf andere zu deuten. Wir sollten gemeinsam anpacken, wie beim Asylkompromiss von 1992. Das war eine überparteilich getragene demokratische Politik. Ja, das war eine Politik, die auf einen rechten Mob reagiert hat, indem sie das deutsche Asylrecht geschleift hat. Hören Sie, das ist wie wenn dir dein Hund ans Bein pinkelt, du ihm ein Kotelett gibst und dich dann wunderst, dass du am nächsten Tag wieder nasse Füße hast. Mir geht es um die Lösung eines konkreten Problems und das Problem heißt 300.000 Geflüchtete. Aber ihr braucht doch jedes Jahr 400.000, weil die Leute in Rente gehen, die Babyboomer. Ihr braucht Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja, diesen Gedanken habe ich in dem Interview auch geäußert. Ja, er war in demselben Kopf, der auch den Gedanken geäußert hat, es sind zu viele. Das ist richtig. Natürlich brauchen wir Zuwanderung. Ja, aber es kommen doch Leute. Und die haben auch Talente. Ja. Aber die wollen wir nicht, deswegen streichen wir die Gelder für die bundesweite Studienberatung für Zugewanderte und Geflüchtete. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Darf ich im Namen der Bundesbürger fragen, was Sie da getan haben? Oh Gott. Ja, ich habe im großen Stile abgeschoben. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.